Was machen Sie hier? Los! Raus da! Sonst rufe ich die Polizei! Ah! Hallo. Hallo, Doc. Schmeckt's? Danke. Geht so. Ich war eigentlich zum Sushi verabredet, aber dann kam er dazwischen. Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Sprichst aus eigener Erfahrung, oder? Wie haben wir denn hier? Also, so muss ich entschuldigen. Wir waren gar nicht am Tatort. Wir sind direkt hierher geschickt worden. Ach so. Blick mal. Harald Groth, 56 Jahre alt, wohnhaft hier in der Stadt. Aha. Und Todesursache? Na, ich bin noch nicht ganz fertig, aber eins ist klar. Es handelt sich um eine Schädelbasisfraktur. Typisch dafür waren der Austritt von Blut und Gehirnflüssigkeit aus Nase und Ohren des Opfers. Also jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen? So könnte man sagen, ja. Das Ganze ist in der Siebelstraße passiert? Ja, richtig. Die Kollegen haben ihn da in einem Gebüsch gefunden. Und was mit der Tatwaffe? Kannst du dazu schon mal sagen? Müsste ein schwerer, grobkantiger Gegenstand gewesen sein. Ich habe ein bisschen Erde in der Wunde gefunden, also es könnte sich um Stein handeln. Todeszeitpunkt? Er ist noch nicht lange tot, vielleicht 3-4 Stunden. Was ist mit seinen Angehörigen? Ja, das habe ich jetzt gerade auf dem Schirm hier. Der hat keine. Die Eltern sind verstorben, keine Frau, keine Kinder. Und dann habe ich noch ein bisschen recherchiert. Der hatte eine Firma. Die haben Überreste der Berliner Mauer verkauft. Was? Jetzt noch? Hier, guck selbst auf seiner Homepage. Kleine Bruchstücke, aber auch so richtig riesige Teile der Mauer. Naja. Scheint sich ja gelohnt zu haben. Ach, anscheinend. Also einen Raubmord kann man wahrscheinlich ausschließen. Naja, wobei. Wieso? Hier, der Autoschlüssel. Was ist damit? Ja, guck dir mal das Logo an. Das ist ein Mustang. Ein ziemlich teurer Sportwagen. Und der ist jetzt verschwunden, oder wie? Ja, genau, das sollten wir checken, Alex. Der wäre nicht der Erste in letzter Zeit, oder? Na, Vince? Hey, Gerrit. Neuigkeiten? Kann man sagen. Ja. Die Tatwaffe. Die Spurensicherung hat den Stein im Gebüsch gefunden, wo auch die Leiche lag. Proben sind schon im Labor. Schon komisch. Erst handelt er mit Steinen und dann wird er mit einem erschlagen. Das nenne ich Ironie des Schicksals. Ach ja, der Fundort ist nicht der Tatort. Wir haben weiter vorne auf der Straße noch Blut gefunden. Und Zeugen? Keine. Sag mal, stand da ein Sportwagen rum? Nee, wieso? Guck dir mal den Schlitten hier an. Ja, ganz nett. Ganz nett? Der Wagen beschleunigt von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden. 99.000 Euro. Alter, da zahle ich mir lieber eine Wohnung an. Du bist langsam alt, Gerrit. Nee, vernünftig. Na, meine Herren, wie wär's mit einer kleinen Probefahrt? Guten Tag. Eigentlich sind wir auf der Suche nach einem weißen Mustang GT. Ja, klar. Da vorne steht noch ein Cabrio. Nein, das sollte schon ein Coupé sein. Oh, das tut mir leid. Da haben Sie Pech gehabt. Gerade das Modell hat meine Chefin vor ein paar Tagen verkauft. Aber ich kann ja versuchen, noch ein weiteres Exemplar aus den Staaten zu importieren. Naja, es müsste aber ganz genau dieser Wagen sein. Ja, wie meinen Sie das? Der Wagen ist verkauft. An einen Harald Groth, nicht wahr? Tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht sagen. Kundendaten werden bei uns vertraulich behandelt. Herr Brenner, wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Grass, mein Kollege Ritter. Sie hatten ja schon des Öfteren mit der Polizei zu tun, nicht wahr? Also, wie gesagt, es geht um einen GT, der gestern Nacht gestohlen wurde. Jetzt verstehe ich. Und da kommen Sie natürlich sofort auf mich. Wundert Sie das? Bei Ihrer Vorgeschichte. Hören Sie, können wir das vielleicht nicht eben in meinem Büro besprechen? Doch, das können wir. Okay, kommen Sie mit.
Hören Sie, ich habe früher Luxuskarossen geklaut, ja. Aber schon lange her. Und meine Strafe dafür habe ich doch auch schon abgesessen. Diesmal geht es aber nicht nur um Autodiebstahl, sondern auch um Mord. Mord? Herr Brenner, der Eigentümer des GTs wurde erschlagen. Und wir gehen davon aus, dass er den Täter daran hindern wollte, sein Auto zu stehlen. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich bin ja schließlich nicht der Einzige, der jeweils wegen Autodiebstahl verknackt worden ist. Aber Sie sind der Einzige, Herr Brenner, der wusste, wo genau dieser Wagen steht. Ja schon, aber... Wo waren Sie gestern Abend zwischen 18 und 19 Uhr? Ja, bei mir. Ja, wir haben ein paar Bier zusammen getrunken und über Autos geplaudert. Ja, das stimmt. Ziemlich spät geworden. Und Sie sind? Ach so. Klaus Topp. Ich habe auch mal hier gearbeitet. Jetzt habe ich meinen Eigenladen. Und wenn der mal richtig gut läuft, dann werde ich Viktor hier natürlich abwerben. Spitzentechniker. Hören Sie, ich klaue keine Autos mehr. Allein schon nicht wegen meiner Tochter. Süß, die Kleine, was? Als ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin, da konnte ich doch glücklicherweise die Beziehung mit ihr wieder kitten. Das setze ich doch jetzt nicht aufs Spiel. Der Bericht der Spurensicherung ist da. An der Tatwaffe waren keine Finger und auch keine DNA-Spuren. Der Täter muss also Handschuhe getragen haben. Aha. Was ist denn mit dem Klaus Topp? Den habe ich auch gecheckt. Keine Vorstrafen, gar nichts. Hat die Fahndung was ergeben? Ja, läuft, aber der Wagen ist immer noch verschwunden. Aber ich habe was Neues. Ich habe mit den Kollegen von Interpol gesprochen. Die sind gerade an einer russischen Autoschieberbande dran. Achso, und du glaubst, die haben was mit unserem Fall zu tun? Möglich wär's. Die entwenden hochwertige Sportwagen und verkaufen die dann mit falschem Papier nach Osteuropa. Schnelles Geld. Ja. Und jetzt geht Interpol davon aus, dass diese Bande hier in den nächsten Tagen wieder zuschlagen könnte. Die haben einen entsprechenden Hinweis bekommen. Die werden uns dann gleich eine Liste schicken mit den entsprechenden Fahrzeugen. Na gut, sobald die Liste da ist, kläre ich mal mit der Zulassungsstelle ab, welche Wagen hier im Bereich überhaupt in Frage kommen. Und Robert und Gerrit sollen in der Zwischenzeit beim Autohaus mal nachfragen, wer solche Fahrzeuge gekauft hat in letzter Zeit. Genau, die können ja auch mal was tun. Deine Fahne. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Brenner. Wir würden ganz gerne mit Ihrer Chefin sprechen. Aha. Moment bitte. Ihr sind zwei Herren von der Kriminalpolizei, die Sie sprechen wollen. Ja? Gut. Kommt gleich. Vielen Dank. Was wollen Sie von meiner Chefin? Das würden wir ganz gerne mit Ihrer Chefin alleine besprechen. Wie Sie wünschen. Bitte schön. Guten Tag, Gesine Bellmann. Das ist mein Name, Kriminalpolizei, mein Kollege Ritter. Was kann ich für Sie tun, meine Herren? Ach, Herr Brenner, machen Sie doch eine kurze Pause. Wenn es denn sein muss. Normalerweise ist er ja nicht so schlecht gelaunt. Aber wie Sie ja sicherlich wissen, er hat nicht gerade die besten Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Er ist aber eigentlich ein ganz guter Kerl. Sie wissen von seinen Vorstrafen? Selbstverständlich, aber wer hat keine zweite Chance verdient? Außerdem kennt sich niemand so gut mit Sportwagen aus wie er. Frau Bellmann, ich glaube, wir sollten Sie mal aufklären. Hier geht es nicht um einen gewöhnlichen Autodiebstahl. Hier geht es um Mord. Ja, aber mein Mitarbeiter hat nichts damit zu tun, da bin ich mir absolut sicher. Sie vertrauen Ihrem Mitarbeiter aber sehr. Ja, aber das ist doch eine Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit. Ist es das, worüber Sie mit mir sprechen wollten? Nein, wir benötigen von Ihnen eine Liste von sämtlichen Kunden, die in den letzten 14 Tagen einen Sportwagen bei Ihnen gekauft haben. Ach, Sie gehen davon aus, dass diese Verbrecher noch mal zuschlagen werden? Ja, entweder die oder eine andere Bande. Aha. Ja gut, ich werde Ihnen einen Ausdruck machen. Können Sie einen Moment warten? Ich bin gleich wieder da. Dankeschön. Danke. Wie? Grün steht mir nicht. Also Leute, wir haben Hinweise, dass die Autoschieber heute Nacht wieder zuschlagen werden. Ja. Das hier sind die Standorte von Autos, auf die es die Bande abgesehen haben könnte. Ihr nehmt euch am besten mal den Wagen hier in der Fuggerstraße vor. Der steht in der Tiefgarage. Der Besitzer weiß Bescheid. Am besten stellt ihr euch vor die Ausfahrt. Ja, dann könnt ihr den Dodge nehmen, hier im Kapellenweg. Dann müssen wir wohl eher aufpassen, dass Robert den Wagen nicht klaut. Naja. Er glaubt, mit so einer Karre hätte er auch mal Chancen bei Frauen. So ein Wagen muss erst noch gebaut werden. Ja, sehr lustig, Kollege. Okay, zurück zum Thema. Max, pass auf, du schnappst hier einen Kollegen.
und nimmst dir Viktor Brenner vor. Sollte er das Autohaus verlassen, hängst du dich dran. Und den darfst du auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Ja, und wir müssen echt aufpassen. Die Typen gehen über Leichen. Soll ich irgendwelche Fragen? Nee. Auf geht's, Freunde.